Ding Dang Dong. Links oder rechts? Machen wir so. Hi Freunde, ich hoffe es geht euch gut. Charlie Brown, du kannst hier ruhig, ist alles gut. Entspann dich. Ich hoffe es geht euch gut. Willkommen zu dem Video, nimm dein Leben nicht so ernst. Schon ein ernstes Thema, ne? Ja, schön, dass ihr da seid, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Nimm das Leben nicht so ernst. Wer erzählt euch das? Also, ich weiß nicht, wer mich kennt oder schon Videos von mir gesehen hat. Mein Name ist Robby, hi. Also, ich habe seit vier Jahren jetzt fast, bin ich Geschäftsführer von einer Fahrschule. Ist jetzt nicht so das Wow-Business, dass man sagt, boah, hier, er macht das und das und heftig und so. Ist nur eine Fahrschule. Also, es sind drei Fahrschulen, aber das ist auch egal. Und bevor ich mich selbstständig gemacht habe, war das halt oft so, ich suche das Wort Lebenskünstler. Ich war so ein Lebenskünstler. Also mir war eigentlich egal, was, wann, wie, wo. Ich habe mehrmals einfach meine Jobs gekündigt. Interessiert euch das überhaupt? Soll ich das? Ja, okay, pass auf. Also ich habe mehrere Jobs gemacht, habe die alle gekündigt. Aber ich war immer glücklich, immer lucky und ich habe immer gedacht, ach, wird schon irgendwie. Aber irgendwas hat mir immer so mal ein bisschen im Leben gefehlt. Ich hatte nie feste Beziehungen. Ich habe auch nie Verantwortung für irgendwas übernommen. Also habe ich gedacht, komm Robby, jetzt musst du mal so ein bisschen schauen, dass du das mal auf so ein seriöses Level kriegst und führst mal eine Beziehung. Also eine ernsthafte. Habe ich dann auch gemacht und so weiter. Ihr wisst ja, Beziehungen, dann geht das weiter und so. Und dann habe ich mehr Verantwortung getragen. Und dann habe ich immer gedacht, okay, komm, machst du dich selbstständig. Und dann ist das erste Mal in meinem Leben, da war ich 30, ist das erste Mal in meinem Leben was passiert, was mir so noch nie passiert ist, bis ich 30 Jahre alt war. Ich habe Verantwortung für andere Menschen übertragen. Und dann habe ich auf einmal, dann ging mir so ein bisschen der Hintern auf Grundeis. Und ich habe gedacht, fuck, jetzt kannst du ja gar nicht mehr so locker wie sonst so einfach mal nach Ibiza fliegen. So, jetzt musst du erstmal gucken, dass auch die anderen, dass du da Verantwortung für trägst. Jetzt kannst du ja nicht einfach abhauen. Und dann ist mein Leben ganz schön ernst geworden. Da habe ich das erste Mal, also die anderen verstanden, die immer gesagt haben, oh, das Leben ist so schwer, oh, ist so stressig, oh, schon wieder Montag, oh, schon wieder. Ich habe gedacht, das meinen die damit? So ein Fuck. Kurzfassung, in diesem Video erzähle ich euch, wie man da wieder rauskommt. Grundsätzlich hat das was damit zu tun, was für Vorstellungen und was für Erwartungen man von sich selber hat. Wenn man klein ist, jung ist, dann wird man voraussichtlich ja von Leuten erzogen und wächst nicht im Dschungel auf. Ja? Natürlich. Und die Leute, die euch was beigebracht haben, also eure Eltern oder wenn ihr bei Oma und Opa aufgewachsen seid oder Tante und Onkel oder was weiß ich bei wem, die erklären euch gewisse Dinge, die sie selber für richtig und für falsch halten. Ob das jemals überprüft wird oder wurde, ist noch erstmal dahingestellt. Aber die erklären euch halt Sachen wie, sowas macht man, sowas macht man nicht. Das ist gut, das ist schlecht. Und mit diesen Erwartungen geht ihr dann später durchs Leben. Ihr werdet halt mit verschiedenen Werten geprägt und erzogen. Wenn ihr dann später das Leben lebt, dann stellt ihr irgendwann fest, hoffe ich, dass Dinge geschehen, auf die ihr keinen Einfluss habt. Und jetzt gibt es eigentlich nur noch zwei Optionen. Also ich gebe das mal anhand von einem Beispiel. Als ich vorher so alleine war, konnte ich machen, was ich wollte. Da war sowieso alles egal. Ich habe meine Jobs gekündigt, bin hin. Ich hatte keine Verantwortung, nichts. Jetzt ist das so. Also beispielsweise, ich stehe montags morgens auf und ein Mitarbeiter ruft an und sagt, du Robby, ich bin krank. Okay, er ist krank. Jetzt hat er womöglich an diesem Montag 10 Fahrschüler gehabt. Ich hatte auch 10 Fahrschüler und die anderen Fahrlehrer haben auch 10 Fahrschüler gehabt. Jetzt hatte ich auf einmal das Problem, dass ich mich um diese 10 Fahrschüler kümmern musste. Obwohl ich ja selber auch schon 10 Fahrschüler hatte. Und jetzt musste ich die irgendwie anrufen und die Stunden absagen. Und wie lange ist der denn krank? Und was passiert? Und wie? Und was? Und plötzlich habe ich Stress bekommen und die ganze Sache furchtbar ernst genommen. Und dann bin ich so da rumgelaufen und habe gesagt, das geht so nicht. Und dann innerlich habe ich aber schon so gemerkt, nee. Kommen wir auf den springenden Punkt, wie man das eigentlich kontrolliert. Ihr müsst euch der ganzen Sache bewusst werden, dass man, und jetzt haltet euch fest, auf 96% von den Dingen, die um euch drumherum geschehen, gar keinen Einfluss hat. Und diese 96% sind dann aufgesplittet in 40% das und so weiter, da will ich jetzt gar nicht so tief ins Detail gehen. Aber 96% entziehen sich komplett eurem Einfluss. Das ist viel. Das ist sau viel. Wie wollt ihr denn da
Also sagen wir mal, ihr habt eine Schablone, wo ihr sagt, okay, ich erwarte von dem Montag das, 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 das und das. 96% entziehen sich eurem Einfluss. Ihr könnt nicht beeinflussen, wer morgen früh vor euch im Auto fährt. Ihr könnt nicht beeinflussen, wie das Wetter wird. Ihr könnt nicht beeinflussen, was der Aktienkurs macht, was der Immobilienmarkt macht. Ihr könnt nichts beeinflussen, also nicht mal euren Atem. Selbst wenn ihr aufhören wolltet zu atmen, das geht nicht so einfach. Euer Körper wird euch schon zeigen, wer da wieder atmet. Also 96% entziehen sich komplett eurem Einfluss. 4% könnt ihr was machen. Das heißt, wenn sowas passiert, wie, nehmen wir jetzt zurück zu dem Beispiel zu dem Montag, dass der Fahrlehrer sagt ab und auf einmal kommt eine Situation, die ich nicht kontrollieren kann und wo ich grundsätzlich denken würde, wow, das ist jetzt gar nicht erstmal so einfach, dann habe ich zwei Optionen, wie ich darauf reagiere. Und wenn man sich dieser Sache bewusst wird, dann verschwindet der Ernst. Das ist dann eigentlich eher, Spaß ist jetzt übertrieben, aber was willst du denn machen? Außer jetzt den Leuten absagen, um Verständnis bitten, die umlegen. Und wenn die sauer sind, sind die sauer. Ich kann doch nichts dafür. Und wenn jemand anders sauer ist, weil er irgendwas sagt, dann ist das so. Der Ernst, auf den habt ihr halt keinen Einfluss, weil das meiste durch euer Ego und diese ganze Geschichte kontrolliert wird. Und der Trick, das Leben nicht so ernst zu nehmen, sich selbst, all das, was man glaubt, was wichtig ist, nicht so ernst zu nehmen. Denn wir leben hier, also ich glaube hier in Deutschland, und in Deutschland sind andere Sachen wichtig als in Aserbaidschan. Und in Polen sind andere Sachen wichtig als in Nordkorea. Ja? Aber jeder Einzelne hält seine Sache für ultra wichtig und ultra ernst. Dabei, kommt schon, so am Ende haben wir, glaube ich, alle den gleichen Deal. Und es ist doch wichtig, dass wir zwischen diesem Ganzen, wo ich arbeiten gehe, zur Schule gehe, studieren gehe, mit Kindern werde ich wahrscheinlich selber nicht so kriegen, aber und so weiter, dass wir dazwischen auf die 4%, auf die wir Einfluss haben, dass wir die cool machen, dass wir die gut machen und dass wir die mit Spaß tun. Und wenn du bei diesen 4% keinen Spaß hast, bitte versau andere Menschen nicht den Tag. Setz dich auf eine Bank, guck nach oben, stell vor dir einen Hut auf, vielleicht schmeißt einer was rein, hast du sogar noch Glück. Aber versau anderen Menschen nicht den Tag. Und wenn du zu den 4% gehörst, die versuchen wollen, das zu kontrollieren und die Spaß haben wollen in der Zeit, die sie hier verbringen, dann herzlichen Glückwunsch. Dann werd dir darüber bewusst, dass du halt nur auf diese 4% Einfluss hast und die halt auch nur noch bedingt, das ist auch ziemlich schwer, die zu kontrollieren, also sich darüber bewusst zu werden, dass man eigentlich keinen Einfluss auf alles andere hat. Und wenn du das geschafft hast, verspreche ich dir, ist der Rest deines Lebens, ein Witz ist jetzt übertrieben, aber echt happy. Und dann nimmt man das Leben auch nicht so ernst. Ich hoffe, ihr habt damit ein bisschen mehr Erfahrung gewonnen. Falls euch das gefallen hat, einfach abonnieren. Ich mache da noch ein paar mehr Videos von. Falls ihr sagt, was für ein Bullshit labert der Typ, dann habt ihr das Video eh nicht bis zum Ende gesehen, also ist das auch okay. Gut, denkt daran, ich hab euch lieb, passt auf euch auf, bis nächste Mal. Tschüssi. So. Und wir gehen jetzt noch eine Runde spazieren, oder was? Nein, passt auf euch auf.